So, moin, hier ist eure Kröte. Update Hype. Das Update ist schon da. Und ich bin wieder zu spät. Das soll mir aber gar nichts machen. Ich zeige euch hier heute trotzdem mal den neuen temporären Modus wieder. Evok-Jagd. Ich habe jetzt mal wieder hier ein, zwei Runden gespielt und auch schon ein, zwei Runden gewonnen. Gefällt mir bisher sehr gut. Scheint mir relativ... Oh, die Taschenlampe ist alle. Scheint mir relativ... Oh Gott. Scheint mir relativ ausgeglichen zu sein. Wart. Nein. Oh, da bin ich tot. Das ist mir bisher so noch nicht passiert. Macht nichts, dann zeige ich euch jetzt mal das Spiel als Evok. Ihr fangt mit 15 Sturmtrupplern an. Zwei sind Evoks. Wenn ihr stirbt, wird derjenige welche zu einem Evok. Sinn des Ganzen als Evok ist es hier, auf die Sturmtruppler Jagd zu machen. Da haben wir auch noch so ein, zwei Fähigkeiten für. So. Und als Sturmtruppler ist es natürlich Sinn des Ganzen, hier zu überleben. Hihihi. Der hat es schon mal nicht gepackt. Oh. Na, dich krieg ich auch noch, oder? Hopp. Yeah. Oh, das läuft hier. Oh, der schießt auf mich. Als Sturmtruppler, aber ich zeige euch gleich auch nochmal eine Runde als Sturmtruppler, habt ihr nur die Ego-Perspektive. Finde ich, passt aber auch wunderbar. Verstärkt hier den, ja, als Sturmtruppler so diesen klaustrophobischen, den man hier kriegt. Man kriegt wirklich so ein bisschen Panik hier als Sturmtruppler. Also das hat ein bisschen was vom Horrorspiel. Ey. Aber der Modus bringt insgesamt echt eine Menge Spaß. Und ich finde, die Runden sind auch meistens hier sehr ausgeglichen. Also ich habe jetzt in meinen Testrunden... würde sagen, gleich oft gewonnen, wie auch verloren. Vielleicht sind die Sturmtruppler bisher, aber so viele Spiele habe ich auch noch nicht statistisch gesehen, bei mir noch ein bisschen im Vorteil. Möchte ich so aber noch nicht unterschreiben, nach den wenigen Runden, die ich jetzt bisher hatte. Wie man sieht, als Evok hat man denn hier auch so eine Jagdsicht. Oh, da ist eine Falle gelaufen. Also hier sind auch überall Fallen im Wald verteilt, die nur von den Sturmtrupplern ausgelöst werden, wo die Armen dann auch noch sterben können. Die Evoks können da so durchlaufen. So, aber Thema Jagdsicht. Die Evoks haben hier eine schicke Jagdsicht. Hat Vorteile, denn man findet die Sturmtruppler um einiges leichter. Ey. Die Sturmtruppler, die sehen die Evoks auch nicht als rote Pünktchen auf der Karte. Da sind die Evoks auch wieder im Vorteil, was das angeht. Also man hat ja, sobald man hier die Jagdsicht, zack, jetzt habe ich die Jagdsicht angeschmissen, habe ich hier gleich meine roten Pünktchen auf der Karte. Die Runde gewinnen jetzt wohl aber die Evoks mal haushoch, würde ich behaupten. So, als Bewaffnung haben die Evoks hier ihre Speere. Diese kleinen Käferchen, diese Leuchtkäfer, die ich gerade geworfen habe. Die Leuchtkäferchen machen dann auch so Schaden auf Zeit bei den Jungs. Wenn ihr euch gerade wundert, warum ich mich hier so hin und her winde in der Facecam, mir scheint die Sonne aufs Display. Ich sehe gerade unheimlich wenig, möchte ich behaupten. Ungeschickt. So, es genügt, wenn die Sturmtruppler hier am Ende reinkommen. Dann haben die Evoks verloren. Oh, guck mal, da ist schon einer rein. So, also, es genügt, wenn da einer an Bord des Shuttles kommt, dann haben die Evoks verloren, die Sturmtruppler gewonnen. Gleicht sich dadurch so ein bisschen aus, was die Evoks hier spielerisch an Vorteilen haben. Mit den Siegbedingungen für die Sturmtruppler. So, jetzt wollen wir aber nochmal eine Runde als Sturmtruppler ein bisschen länger mit ranschneiden.
Wir sehen uns gleich wieder. So, beziehungsweise sehen uns gleich wieder. Aber ja, ihr seht, zwei haben überlebt. Langt schon zum Verlieren. Bäh. So, scheiße. Ich war jetzt hier die ganze Zeit nicht am Platz, aber jetzt kommt die versprochene Runde als Sturmtruppler. Wenn wir nicht gleich aufgefrühstückt werden. Da haben wir ein Fällchen ausgelöst und haben gerade so überlebt. So, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich es bei den E-Box schon gesagt habe. Hier liegen überall diese Kisten rum. Diese Upgrade-Kisten. Das laggt bei mir. Ich hoffe, in der Aufnahme ist es nicht noch schlimmer. Die wollt ihr unbedingt. Glaubt mir, die wollt ihr unbedingt auch einsammeln. Denn da ist eine Taschenlampe drin mit unendlicher Batterie. Die möchtet ihr wirklich haben. Und eine Brandbombe. Also Granate, ne? So, was ich jetzt gerade verzweifelt suche, ist der Eingang zur dusseligen Höhle. Da hier alles so schön... Da hier alles so schön dunkel ist, finde ich mich hier irgendwie... Boah, Herr im Himmel, die nächste Falle. Finde ich mich hier immer nicht zurecht. Ich verlaufe mich ständig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, bitte, bitte, bitte. Höhle, Höhle, Höhle. Lass mich. Ich will leben. Ich will leben. Oh, dann sind wir jetzt ja... Meine... Da hat einer mit seinen Mistdingern geworfen. Ach, was mache ich denn da? Jetzt renne ich da selber rein, bin ich dusselig. So, Thema Leben. Man hat hier als Sturmtruppler 200 Leben. Die regenerieren sich auch wieder, je nachdem, wie viel Leben ihr vorher verloren habt, mehr oder weniger. Also es funktioniert genauso wie mit der Gesundheitsregeneration bei den Helden. Verliert ihr zu viel Leben, kommt ihr nicht mehr auf 100% hoch mit eurem Leben. So, das ist hier... Überraschenderweise dafür, dass ich am Anfang da rumstand, nichts passiert ist. Da hat mich schon kein Ewok gefressen. Immer noch relativ wenig Ewoks am Start. Eine scheinbar sehr ereignislose Runde oder was? Tja, kann man nichts machen, ist dann manchmal so. Du bist ja mutig. Raus will ich trotzdem nicht. Die Sturmtruppler. Der gemeine Sturmtruppler an sich ist ja ein Feigling. Der verschanzt sich hier nach Möglichkeit in der Höhle und ist da sicher und glücklich. Denn werden die Runden hier etwas statisch, sobald man da drin angekommen ist. Die Ewoks müssen reinkommen, schaffen sie aber eigentlich trotzdem. Hier gibt es so viele Eingänge, dass die... Sturmtruppler nicht alle überwachen können. Und dann gibt es da auch noch so ein paar... ich sag mal Löcher in der Decke. Also die kommen schon rein. Weiß jetzt auch nicht, was jetzt hier mit den Ewoks los ist. Dass da jetzt noch so viele Sturmtruppler am Leben sind. Aber gut, ich will mich jetzt nicht beklagen. Bin ich mal zufrieden. Oh, da ist einer runtergesprungen. Gott, oh Gott, oh Gott. Da läuft... Ja, da läuft doch einer. Meine Fresse, jetzt kommt halt rein, ihr Nackenmann. Kommt rein. Hab Angst um euch. Ja, im Himmel. So. Nein, ich bin kein Feigling. Ja, das Spiel vermittelt hier eine wunderbare klaustrophobische Stimmung. Hat fast schon was von so ein bisschen von so einem Horrorspiel als Sturmtruppler. Man hat ja auch, habe ich glaube ich schon gesagt, nur die Ego-Perspektive zur Verfügung. Finde ich auch super so. Die verstärkt den ganzen Eindruck natürlich noch, ne? Aus der Ego-Perspektive das zu spielen. Da kriegt man ein bisschen mehr Angst. Was hier da mal... Diese Hörner. Das ist eine der Fähigkeiten der Ewoks. Damit buffen die sich. Machen dann dementsprechend mehr Schaden. Boah. Ja, was stehst du da auch rum? Genau das meinte ich. So, selber schuld, du Loser. Ich gehe wieder rein. Ja. Da stehen sie an den Eingängen rum, weil ihnen drin zu langweilig ist. Und dann werden sie natürlich draußen von den Ewoks geholt. Da machst du nix, da sind die denn zu flink. Die brauchen, glaube ich, 3 oder 4 Schläge mit ihrem Speer. Dann bist du down, dann sind deine 200 Leben weg. Jo. Bip, 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 bip.
Bip, bip, bip. Mit den Fallen draußen ist ärgerlich. Da stirbt man manchmal recht unvermittelt, unfreiwillig. Man sieht die wirklich nicht, will ich jetzt nicht sagen, aber man sieht die wirklich schwer teilweise und rennt dann da durch und ja, je nachdem, ist dann auf 100 oder tot. Oder wie ich eben, rennt durch und passiert nichts, weil man dann mehr Glück als Verstand hatte. Warum sind wir eigentlich hier drin? Ganz einfach, hier kann man auch mal die Taschenlampe eigentlich auslassen. Hier sieht man was. Hat man nicht so viel Angst. Außerdem kann man sich hier drin natürlich, dadurch, dass man etwas sieht, auch viel besser gegen die kleinen Stinkelbällchen da verteidigen. Mal was zum Setting hier überhaupt. Ich finde das ganz genial. Ich glaube, darauf haben viele Star Wars-Fans gewartet, auf genau mal so einen Spielmodus. Passt auch irgendwie total super zu den Ewoks, finde ich. Ich will jetzt nicht sagen, dass die böse sind. Die gehören ja zu den Guten. Eieieiei. Aber es ist ein grausames Völkchen. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ich meine, Episode 6, hier Rückkehr der Jedi-Ritter bei der, da auf Endor. Da wollten die auch erstmal mit Luke und Leia und so natürlich ihr großes Fest veranstalten. Aber kein nettes, sondern die wollten die auffuttern, ne? Die wollten die auffressen. So, jetzt ist der Todesstern zerstört und die Ewoks möchten gerne ihren Planeten wieder haben. Gut, die Sturmtruppen wollen eh runter. Aber die Ewoks sind halt noch ein bisschen angepisst und sagen sich, ne, so ja nur nicht, meine Freunde. Wir haben Hunger. Ihr kriegt's nochmal richtig von uns aufs Fressbrett. Oh Gott, ich will jetzt hier auch mal auf... Nein! Doch! Ja! Das ist das Shuttle genau auf mir gelandet. Wunderbar. Ich dachte nicht. Ich dachte gerade, ich bin gestorben. So. Wurst. Wurstbrot. Ich denke, ihr habt einen Eindruck von dem Modus. Spielt den einfach mal selber. Der ist echt spannend. Der bringt Spaß. Der ist relativ ausgeglichen. Okay, ich weiß nicht, ob er relativ ausgeglichen ist. In den ersten Runden hatte ich den Eindruck, aber andererseits, die Sturmtruppen haben es, glaube ich, leichter. Aber dafür haben die Ewoks, auch wenn sie verlieren, immer eine Menge Spaß beim Spielen, muss man sagen. Dadurch, dass man schön die Jagd veranstalten kann. Was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Ach ja, genau, Ende im Gelände hier. Wenn euch das Video Spaß gemacht hat, gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, freue ich mich riesig. Abonnieren nicht vergessen, ist total kostenlos hier auf YouTube. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und so viele haben jetzt gar nicht überlebt und ich bin Dritter geworden. Mit 300 Punkten hat der nächste mehr knapp. Naja, gut. Also, ich sage tschüss.